Hallo und herzlich willkommen. Wir sind Studierende des Studiengangs Diätologie an der FH St. Pölten und möchten Ihnen in diesem Video das Thema Mangelernährung im Alter näher bringen. Um gesund und mobil zu bleiben, braucht unser Körper eine Reihe an Nährstoffen und Energie. Mit steigendem Alter sinken das Hunger- und Durstgefühl des Menschen. Durch Faktoren wie Schmerzen, Medikamente, ein verändertes Hunger- und Sättigungsgefühl oder Vergesslichkeit kann es zu einer Verringerung der Essensmenge kommen. Durch andere Faktoren wie Erkrankungen, Entzündungen oder Wunden kann der Energiebedarf sogar erhöht sein. Kommt man dem veränderten Energiebedarf nicht nach, kann das zu einer sogenannten Mangelernährung führen. Was passiert nun bei einer Mangelernährung? Man verliert an Gewicht, weil verstärkt Fett und Muskelmasse abgebaut werden. Im Alter wird sogar noch mehr Muskelmasse abgebaut als in der Jugend. Durch den verstärkten Muskelabbau kommt es vermehrt zu Wassereinlagerungen, aber auch zu Müdigkeit und Schwäche. Man wird unsicherer auf den Beinen und die Sturzgefahr steigt. Alltägliche Bewegungen wie Stiegensteigen, Einkäufe tragen, spazieren gehen, Haushaltsarbeiten, aber auch die selbstständige Körperpflege werden immer schwieriger. Das Herz. Auch das Herz ist ein Muskel, der bei Mangelernährung immer weiter abgebaut werden kann. Das Immunsystem. Man wird schneller müde, Wunden heilen schlechter und man ist auch anfälliger für Krankheiten. Die Knochen. Die Knochen werden poröser und brechen leichter. In Summe führen die Folgen einer unentdeckten Mangelernährung zu einer verringerten Lebensqualität und einem erhöhten Pflegeaufwand. Um diesen Folgen effektiv vorzubeugen, ist es sehr wichtig, eine Mangelernährung so früh wie möglich zu erkennen. Denn ist die Muskelmasse einmal abgebaut, ist es im Alter sehr schwierig, sie wieder aufzubauen. Für die Früherkennung wurde das Mangelernährungsscreening entwickelt. Es ist wie ein Fragebogen aufgebaut. Es gibt verschiedene Screening-Fragebögen. Wir möchten Ihnen den allgemeinen Screeningbogen für Mangelernährung des Arbeitskreises Klinische Ernährung vorstellen. Download-Links finden Sie am Ende des Videos. Wie jetzt so ein Screening in der Praxis ablaufen kann, sehen Sie im folgenden Gespräch. So, wir wollen heute ja wieder den Fragebogen gemeinsam ausfüllen. Ist das für Sie in Ordnung? Ja, sicher. Okay, danke. Das letzte Mal hatten Sie 60 Kilogramm. Hat sich daran irgendetwas geändert? Das weiß ich eigentlich nicht. Ich habe mich seit langem nicht mehr abgewogen. Naja, sind vielleicht die Hosen enger oder weiter geworden? Ja, das könnte möglich sein. Die Hosen sind weiter geworden, weil sie mir hinunterrutschen. Okay, dann würde ich Sie aber bitten, sich abwiegen zu gehen, damit ich da einen genauen Wert eintragen kann, dass wir uns das anschauen kann ich, können. Mache ich gerne. Dankeschön. Für das richtige Wiegen sollte man folgende Punkte beachten. Idealerweise wiegt man mit einer geeichten Waage auf ebenem und festem Untergrund. Der Patient sollte auch immer mit der gleichen Waage wiegen. Gewogen wird dabei in leichter Hauskleidung. Bestenfalls morgens, vor dem Frühstück und nach Entleerung der Blase. Nicht jeder ist mobil. Wenn Patienten wegen Sturzgefahr oder Bettlägerigkeit nicht messbar sind, dann gibt es eine andere Möglichkeit. Sie benötigen dafür ein Maßband. Die Körpergröße können Sie auch im Bett messen. Achten Sie darauf, dass der Patient gerade liegt und dass das Maßband auch gerade angehalten wird. Als Alternative zum Wiegen mit der Waage können Sie den Wadenumfang messen. Achten Sie beim Messen darauf, dass Sie das Maßband gerade anhalten, sonst wird der Wert verfälscht. Die Werte gelten für Männer als auch für Frauen. Der Wadenumfang gilt als Indikator für die Muskelmasse bei älteren Personen.
Am besten erfolgt diese Messung im Stehen. Beide Beine sollten gleichmäßig belastet sein und leicht geöffnet mit einem Abstand von ca. 15 cm zwischen den Beinen. Sollte dies nicht möglich sein, wird im Sitzen gemessen, mit lose herabhängenden Beinen. Gemessen wird dabei auf nackter Haut an der stärksten Stelle. Messen Sie zur Sicherheit auch ober- und unterhalb der Stelle, um sicherzugehen, dass Sie die dickste Stelle der Wade ausgewählt haben. Ein Umfang unter 31 cm deutet auf einen Muskelabbau hin, als auch auf eine Mangelernährung. Die Wadenumfangmessung kann auch im Liegen mit rechtwinkelig angezogenem Bein durchgeführt werden. Ist der Wadenumfang wegen zum Beispiel Wassereinlagerungen an den Beinen, Gipsverband, Verbänden oder Amputation nicht messbar, kann der Oberarmumfang verwendet werden. Sie messen dabei an der dicksten Stelle am nicht dominanten Arm. Das heißt bei Rechtshändern an der linken Hand und bei Linkshändern an der rechten Hand. Der Oberarmumfang sollte über 21 cm liegen. Und ja. Was sagt Ihre Waage? 57 Kilo. Okay. Das heißt, Ihr Gewichtsverlauf zeigt seit dem letzten Mal ganz schön nach unten. Sie haben nämlich 5% Ihres Gewichts im letzten Monat verloren. Das ist schon signifikant und kann ein Zeichen für eine Mangelernährung sein. Das überrascht mich, dass ich so viel abgenommen habe. Naja, schauen wir uns einmal Ihren BMI an mit dem neuen Gewicht. Also bei einer Körpergröße von 1,59 und 57 Kilogramm haben Sie einen BMI von 24, das ist im Normalbereich. Aber weil Sie so viel abgenommen haben, würde ich schon gern wissen, ob sich irgendetwas beim Essen und Trinken bei Ihnen verändert hat. Vielleicht habe ich in der letzten Zeit weniger Appetit gehabt, manchmal etwas stehen gelassen. Und wenn meine Enkelkinder gekommen sind, haben sie das Essen gekriegt und ich habe nur die Suppe gegessen. Und waren Sie vielleicht krank in den letzten 3 Monaten? Ich hatte einen schlimmen Darmvirus, da habe ich einen Tag lang nichts behalten können und dann ein paar Tage danach nur Suppe und Reis essen können. Okay, aber Operationen oder andere Erkrankungen oder Therapien sind nicht gewesen. Gott sei Dank bin ich sonst, glaube ich, gesund. Okay, danke. Dann rechne ich mal zusammen. Also in Summe kommen Sie auf 5 Punkte. Das bedeutet, dass ein Risiko besteht für eine Mangelernährung. Und deshalb sollten wir in einer Woche nochmal das Gewicht kontrollieren, ob Sie weiter abgenommen haben. Und bis dorthin hätte ich ein paar Ideen und Ratschläge für Sie, die Sie vielleicht umsetzen könnten, damit Sie nicht noch mehr Gewicht abnehmen. Okay. Das Problem ist nämlich, wenn Sie mehr Gewicht abnehmen, verlieren Sie nicht nur Fett, sondern auch Muskelmasse. Und das sollten wir unbedingt stoppen. Ja, bin ich einverstanden. Ich höre. Okay. Also, da Sie wenig Appetit haben, würde ich vorschlagen, dass Sie vielleicht über den Tag verteilt 4 bis 6 kleinere Mahlzeiten zu sich nehmen. Und da eignen sich ganz gut eiweißreiche Zwischenmahlzeiten, wie zum Beispiel ein Joghurt oder Sauermilch, eine Buttermilch oder eine Topfencreme. Ja, Joghurt und Topfencreme esse ich gerne, kann auch kleinere Mahlzeiten essen. Buttermilch, Sauermilch weniger. Okay, ja, dann essen Sie eben Topfencreme und vor allem auch am Abend, auch wenn Sie weniger Hunger oder gar keinen Hunger haben, können Sie ein paar Löffel davon zu sich nehmen. Das schützt auf jeden Fall Ihre Muskeln. Das mache ich gerne, am Abend einen Joghurt, das mache ich. Okay, danke, dann bin ich eigentlich fertig mit dem Bogen und wir schauen dann nächste Woche nochmal, ob sich Ihr Gewicht stabilisiert hat oder ob Sie wieder zugenommen haben und dann werden wir weitersehen. Gerne. Danke. Sie haben gesehen, wie schnell so ein Screeningbogen ausgefüllt und ausgewertet ist. Dieses Ergebnis ist aber nur eines von insgesamt 3 verschiedenen Möglichkeiten. Optimal wäre ein Wert von maximal 2 Punkten. Das bedeutet, dass der Ernährungszustand zufriedenstellend ist und dass das Screening nach Teil A beendet werden kann. Das Screening selbst sollte alle 3 bis 6 Monate wiederholt werden. Sollten Sie aber auf einen Wert von 6 oder mehr Punkten kommen,
besteht eine eindeutige Mangelernährung. In diesem Fall sollte rasch ärztliche und diätologische Hilfe in Anspruch genommen werden. Wir hoffen, wir konnten Ihnen die Wichtigkeit des Themas Mangelernährung näher bringen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.